Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz.
Weltmeisterschaft und Formel 1 sind in Neuhofen an diesem Wochenende die unwichtigste Nebensache der Welt. Hierfür interessiert sich in Neuhofen kein Mensch mehr. Denn am 17. und am 18. Juni findet hier das Top-Event des Monats in Neuhofen und Umgebung statt. Knapp 120.000 Besucher pro Tag, das sind etwa doppelt so viele Besucher wie auf der Hannover Expo 2000, kommen hier auf das Rehbachfest von Neuhofen. Versteht sich, für diese Zahl kann ich natürlich keine Gewähr übernehmen. Hier wird noch kräftig gearbeitet im Hintergrund. Es laufen alle möglichen Vorbereitungen, um ein gutes Gelingen des Rehbachfestes zu gewährleisten. Ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu Blickpunkt Neuhofen. Mein Name ist Andreas P. Klamm. Und in dieser heutigen Ausgabe vom Rehbachfest gibt es immer mal wieder zwischendurch Impressionen vom Rehbachfest. Die Vorbereitungen zu diesem Rehbachfest laufen im vollen Gange. Solche Stände bauen sich natürlich nicht alleine auf und wachsen auch nicht über Nacht. Knapp eine Woche schon arbeiten hier Männer und Frauen hart, damit das Rehbachfest ein gutes Gelingen hat. Und jetzt gibt es zunächst den ersten Beitrag, Nachrichten aus der Gemeinde für die Gemeinde. Schutzbepflanzungen. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, DLRG, der Angelsportverein und der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, haben Röhricht zum Gewässerschutz des Neuhöfer Badeweihers gepflanzt. Die Organisationen erhoffen sich dadurch eine Reduzierung des Schilfzuwachses und des Alkenteppiches. Erste Anzeichen deuten auf eine Gewässerstabilisierung hin. Damit könnte der Einsatz der Belüftungsanlage gedrosselt werden. Der BUND und der Angelsportverein führen jedoch weiterhin regelmäßige Wasserkontrollen durch. Das Ordnungsamt bittet um Unterstützung und um Bürgerkontrolle sowie Hinweisen aus der Bevölkerung bei Verstößen gegen die Schutzverordnungen. Lagern beispielsweise ist nur am ausgewiesenen Strand erlaubt. Das Betreten der Flachwasserzonen ist verboten. 7 Stunden Dauereinsatz. Wegen starker Regenfälle musste die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen hier Aufnahmen einer Übung zu mehreren Einsätzen in den Gemeinden des Landkreises ausrücken. Die Rettungsleitstelle forderte die Feuerwehr um 3.52 Uhr zu 5 technischen Hilfeleistungen an. Eine größere Einsatzserie wie bei den starken Unwettern vor fast genau einem Jahr wurde jedoch nicht notwendig. Im vergangenen Jahr war die Feuerwehr mehrere Tage im Einsatz gewesen. Um 5.57 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz. Glücklicherweise handelte es sich hierbei jedoch um eine automatische Alarmauslösung der Brandmeldeanlage eines Anwesens in der Speyerer Straße. Die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr waren über 7 Stunden im Einsatz. Wer wünscht sich bei diesem schönen Sonnenschein nicht im Schwimmbad zu sein? Aber wie hingelangen? Die Kreisverwaltung Ludwigshafen hat sich darüber Gedanken gemacht, dass bei vielen wohl das Vorurteil herrscht, per Bus ginge das viel zu langsam und es bestünde auch viel zu selten die Möglichkeit dazu. Aus dem Grund haben wir speziell für das Kreisbad Mutterstadt einmal Handzettel zusammengestellt, aus denen die Fahrpläne hervorgehen, beispielsweise von Neuhofen, Limburger Hof aus oder auch von Mutterstadt aus. Und daran sieht man also recht deutlich, dass es doch viel häufiger möglich ist und viel schneller geht, als viele glauben. Von Neuhofen zum Beispiel brauchen Sie zwischen 19 und 29 Minuten, um quasi von der Haustür bis zum Kreisbad nach Mutterstadt zu gelangen. Und das werktags immerhin jede Stunde. Also auf diesem Fallplatz sind alle Abfahrtszeiten zusammengestellt, sowohl für Werktags als auch für Samstags und Sonn- und Feiertage. Und Sie werden sehen, wenn Sie sich das Blatt entweder im Kreisbad oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung holen, dass das Ganze doch eine gute Sache ist. Und vielleicht probieren Sie es mal aus. Volti WM 2000. Vom 3. bis 6. August findet in Mannheim die Weltmeisterschaft in Einzel- und Gruppenvoltigieren statt. Auf dem Maimarktgelände und in der Mannheimer Messehalle wird es zu beeindruckenden Shows, einer Messe rund um den Voltigiersport, Angebote zum Mitmachen, Rahmenveranstaltungen und ein Zeltlager für Voltigierer auf dem Gelände geben.
Weitere Informationen gibt es bei STS, Sport- und Tagungsservice GmbH, Bühlstraße 11 in 75 38 7 Neubulach oder beim Reiterverein Mannheim, Telefon 0621 41 74 41. Liebe Zuschauer vom Blickpunkt Neuhofen, sind Sie herzlich gegrüßt. Doch, bitte! Hallo Mama, hallo Papa. Ich grüße euch ganz arg und ich habe euch ganz arg lieb. Na, das ist so nett. Die Jugend von heute hier auf dem Reiterfest. Ich finde es sehr nett, dass du mich als Jugend bezeichnest. Ich bin 28. Schön. Ich auch. Ja, sie aber, auch. Ja. Meine Freundin sieht auch 28. Ihr seht wesentlich schöner aus. Ja, ich danke, komisch, wie alt ja, genau. Wie alt? Wie alt? Bitte? Wie alt sind wir? Wie alt? Ja, jetzt weißt du, scheiße. Ja, jetzt sagst du, jetzt schreibst du rum und sagst, wir sehen viel, viel jünger aus. Ja. Jetzt sagst du, ja. Das muss ich ja jetzt nicht sagen, aber soll ich sagen 22? Oh. 24. Ja. 24 oder sonst was, ja. Ich bin 28. 28. Ja. Ausweis dabei? Ja. Wir machen das jetzt mal wieder. Ja, ich habe einen Ausweis dabei. Aber der ist schon seit einem Jahr abgelaufen. Ich muss endlich mal auf die Passstelle. Wo wird das gesendet? Es wird zwischen 17 und 18 Uhr gesendet. Oh, und zwischen 20 und 21 Uhr. Das stimmt, das Ding ist wirklich schon seit einem Jahr. Ja, aber guck, er ist schon seit 24.08.99 abgelaufen. Mhm. Ich muss endlich mal auf die Passstelle. Foto sieht aber auch gut aus. Ja, auch im Nahen sieht besser aus. Danke. Dankeschön. Max. Ja, und werdet ihr morgen auch wieder zum Reiterfest kommen? Ja, klar. Schön. Natürlich. Ist doch zwar Formel 1, aber egal. Aber Schumacher wird sicherlich auch den Schumi gewinnt. Schumi gewinnt ja. Und wird sicherlich auch hier im Fernsehen zu sehen sein. Stimmt, weil hier gibt es ja tausende Fernseher. Tausende Fernsehen und sogar eine Großbildleinwand. Ja. Kann man Schumi gucken. Ja. Und was machst du sonst an Sport? Sport, Fahrradfahren. Fahrradfahren. Scholle schnell. Also Fahrradfahrer und Bier trinken. Und wie viele Scholle ist das heute? Nee, das Bier. Das Bier. Das ist eine Scholle. Wie viel? Der erste. Also doch schon mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad geht's. Ja, ja gut, also ich bin schon mal kalte Woche von der Polizei. Gibt's so viele Strafen mit dem Fahrrad? Ja, Führerschein und so. Ja, ist mittlerweile ja, ist krass. Also Führerschein und so. Ja. Doch. Also jetzt sind wir Weltmeister, nämlich. Das ja. Wir tanzen. Ja. 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 Schautanzen. In Waldsee. Schautanzen? Ja. Beide KV ohne. Werbung, KV ohne. Waldsee und Neuhofen sind ja Partnergemeinden. Müssen wir mal vorbeikommen. Was abdrehen, einen Film machen. Ja. Das war jetzt super. In Waldsee in der Kulturhalle. Damit dann die Zuschauer vom Blick mit Neuhofen, PTV Fernsehen für die Pfalz natürlich auch sehen können, was es da zu sehen gibt. Genau. Ja. Und da wird so auf moderne Musik, was gerade so innen ist, Passion Fruit und was auch immer getanzt. Ich vermiss dich wie die Hölle, denn du fehlst mir so total. Nee, also wir suchen uns ein Thema aus. Wir suchen uns ein Thema aus. Wir kommen vorbei, also ja, das steht. Die Hefekugler, kennt ihr die noch nicht? Werbung für die Hefekugler. Das ist eine echte Bildungslücke. Das musst du mir. Im Internet www.hefekugler.de. Also nochmal, kurz zum Mitschreiben. Start. Sabine, www.hefekugler.de. Ja. Und was machen Hefekugler so? Die machen übers Ortsgeschehen, singen also deine Musik, aber ihren Text übers Ortsgeschehen. Und habt ihr so eine Kostprobe, was das ist? Kostprobe von Stadt, kleines Dörfl mit viel Herz. Und der Stadt, große Sprich, große Fetz. Und da steht Kernaiv und die Society. Gibt es Entgegrein, wird es wie zwei Deige Zeit. Das war gut. Aber ihr habt über Neuhofen nicht auch schon ein Lied geschrieben? Nee, über Neuhofen, Also gut, wir können ja so eine Trailer-Musik für Blickpunkt Neuhofen, die fehlt uns nämlich noch. Ehrlich? Könnt ihr ja euch mal so Gedanken machen, so eine Trailer-Musik. Also sprich so ein Eröffnungstitel-Musik auf Deutsch. Für Neuhofen? Für Blickpunkt Neuhofen. Gut. So eine eigene Nationalhymne.
Und ja, ich bin Single. Ganz liebe Single. Wir haben auch eine Rubrik, die heißt Love Line. In diesem Magazin. Alles außer Singles. Alle Singles außer ja, die können zu dir Freund, der steht und, überall. Ja, da überall. Sie hat keinen Freund, ich habe keinen Freund. Über normalerweise sind da ja nur Leute eingeladen, die in Neuhofen wohnen, arbeiten oder leben. Ich wohne aber in Weinsee. Du arbeitest ja jetzt schwer hier in Neuhofen. Ja, ja, genau. Ja, ich bin hier am Trinken, ja. Man sieht hier Single-Frauen. Ja, ich weiß, ich merke es gerade. Ja, also, dann könnt ihr erzählen, wie sollte euer Traumpartner aussehen? Nach was sucht ihr? Also meiner muss dunkelhaarig sein, groß, so mehr so das südländische. Genau. Ja. Ich habe eigentlich nur groß. Das ist ganz einfach. Nur groß. Ja, groß. Groß. Lang, gebildet, lieb, freundlich, gebildet, Kinderzähne, Nichtrinker. Und Alter? Nichtrinker. Das müssen wir rausschneiden, oder sollen wir es drin lassen? Alter, nicht so alt. Alter, sind 28, also 30 rum. 35 bis 38. Also wenn jemand Interesse hat, dann kann er sich an eine der nachfolgenden eingeblendeten Adressen melden und wir gehen das dann weiter. Ja, machen wir es so. Hallo. Sabine. Rosi. Sandra ist leider nicht im Bild zu sehen, sie ist kamerascheu. Sie ist ähnlich kamerascheu wie der Wolfgang Rappra. Entschuldigung, ich hab auch schon was getrunken. Sie ist ähnlich kamerascheu. Wie der Bürgermeister dieser Gemeinde, der Wolfgang Kraus. Habt ihr eigentlich mitbekommen, ob das mit dem Fassbieranstich so richtig gut geklappt hat? Nee. Ich war noch an der Schlicht. Achso, da wart ihr noch gar nicht da. Wir lagen noch an der Schlicht. Überhaupt das Weltbeste, ja. Ja, wir lagen so? In Walze, in Neuhofen noch an der Schlicht. Bitte? Kochst du gerne selbst? Nee, kann ich nicht so arg. Also mehr dann Fassbier. Also ich brauche einen Mann, der wo kochen kann. Der wo mir kocht. McDonald's oder so. Ich bin eine Vegetarierin. Oh, ja. Da empfiehlt sich McDonald's nicht. McDonald's-Essen ist nicht so mein. Aber Pizza Hut oder so. Ich würde das Essen. Aber sie fährt immer nachts im Fahrrad zu McDrive. Hier gibt es einen dünner Kebab-Stand. Bei McDonald's gibt es ja auch Fleisch. Ah, stimmt auch. Weißt du, ich arbeite in Limburger Hof bei Buch und Presse. Buch und Presse? Und im kaufmännischen Bereich oder im redaktionellen Bereich? In der Nachlieferung. In der Nachlieferung, also eher im kaufmännischen Sektor. Administration, Versand, Nachlieferung. Ja, also Bestellungen von den Kunden entgegennehmen. Und was machst du sportlich? Ich habe mal Fußball gespielt, aber mittlerweile halt immer Knie kaputt. Ja, also sportlich, also mehr so Fahrradfahren. Ich bin oft oder viel mit dem Fahrrad unterwegs. An der frischen Luft, um sich fit zu halten. Vielleicht ist er auch noch Single, Mann. Genau, bist du noch Single? Ich bin auch noch Single, Mann, ja. Ich stehe auf Dunkelhaar. Müssen wir jetzt, das ist kein Problem. Ja, das haben wir ja erklärt. Das ist innerhalb Viertelstunde oder wie lange ist jemand kurz? Hat jemand kurz? Ja, aber das dauert 30 Minuten, das eine. Das dauert 30 Minuten? Ja, aber nun gut, das hält dann eine Weile, ne? 6 Wochen. Ach gut, wenn wir uns hören. Statin hast du von deinen anderen Fähigkeiten überzeugt, oder? Genau. Kommt ja nicht nur vielleicht meldet sich ja jemand für mich. Wo meldet der sich dann? Er kann an eine der Adressen sich wenden, die wir jetzt wieder einsenden. Ja, er weiß ja gar nicht, wo er also mich erreicht irgendwie. Wir geben die Post. Ich bin Zwilling. Ich hatte nämlich letzte Woche Geburtstag, aber da war ich im Urlaub in Portugal. Das war sehr romantisch. Ja, da müssen wir jetzt ja eigentlich noch ein Happy Birthday anstellen. Okay. Oh, ja. Aber das mal, ich kann nicht so gut singen. Also ich irgendwie auch nicht. Also, wir versuchen es zu dritt, zu viert. Ja, ja. Singen. Rosi, Happy Birthday für die Britta noch. Ja? Sie hat Geburtstag gehabt. Okay. Ja. 1, 2, 3, 4. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Britta. Happy Birthday to you. Und es geht weiter mit einem Reizthema. Was könnte das sein? Reizthema. Männer ist ein Reizthema? Ja. Durch die Reize, die sie ausstrahlen. Nee, war jetzt nicht ganz ernst gemeint. Reizthema Benzin. Also los geht's. Und wir sagen, winke, winke, tschüss. Sozialer Brennpunkt. Reizthema Benzin. Deutschlands Autofahrer sind schon so richtig kräftig, stinkesauer auf die Herren in den dunklen Anzügen in Berlin und Bonn. Die juckt's relativ wenig, dass man inzwischen für Benzin schlappe 2,15 Mark zahlen muss. Und das ist noch nicht zu Ende. Die Herren Politiker aus Berlin schieben den Ölkonzernen, den Ölmultis, die Schuld zu,
Die Ölmultis behaupten, der Staat lange mit seiner Ökosteuer zu. Doch diese Ökosteuer kommt keineswegs ökologischen Belangen zugute. Es wird derzeit für Rentenlöcher zu stopfen verwendet, für alles mögliche andere. Stattdessen gibt es in Deutschland kilometerlange Staus. Jetzt reicht's, ist eine Aktion, eine bundesweite Aktion des ADACs. Die Neihefer sehen das cool und gelassen, denn in weiser Voraussicht vielleicht auf die heutige Benzinpreisentwicklung hat man schon vor Jahren die letzte Tankstelle geschlossen. Wenn sie sich an der Aktion Jetzt reicht's vom ADAC, dem oder einem der größten deutschen Automobilclubs, beteiligen wollen, dann rufen sie einfach eine ADAC-Zentrale München an. Das ist natürlich nicht gut. Ja, das ist natürlich nicht gut, so ein Scherz. Was will man? Protestieren. Weniger fahren. Tja, erstmal bezahlen. So. Nur ein wenig Geld haben, ne? Die trifft es am meisten. Und ich finde es sowieso, dass nur zwischen den Ölkonzernen das Preistreiberei ist. Jetzt normalerweise ist der Ölpreis gefallen und die Ölkonzerne treiben es in der Höhe. Ne? Das ist so meine Meinung. Guten Tag, hier spricht Gerhard Frey, ich bin der Vorsitzende der FDP in Neuhofen und der Gemeinderatsmitglied in Neuhofen. Und ich grüße ganz herzlich alle Neuhofener Bürgerinnen und Bürger und natürlich insbesondere auch die Vereine bzw. die Vereinsvorsitzenden und diejenigen, die sich ehrenamtlich hier in Neuhofen engagieren. In Blickpunkt Neuhofen stellen wir Ihnen auch interessante Websites aus dem World Wide Web vor, regelmäßig, die Neuhofen interessieren könnten, die Neihelfer interessieren könnten. Hier sind wir auf einer ganz besonderen Seite. Wenn Sie auf http://hrmfoundation.hypermacht.net klicken, dann finden Sie Informationen zu einer gemeinnützig tätigen internationalen Organisation, die auch dieses Magazin unterstützt. Einige der Ziele und Aktivitäten ist die Verbindung von Menschen weltweit, den Schutz von Tieren, von Natur, von Pferden, Friedensmissionen, internationale Verständigung und Freundschaft, Naturschutz und vieles, vieles mehr. Über diese Seiten können Sie auch viele der eben vorgestellten Adressen über den Bereich Lookups direkt erreichen. Beispielsweise RPA1, RPA2, Hitradio, FFH, die stellen wir dann demnächst vor, Radio Regenbogen. Und wenn Sie dann auf Links klicken, dann finden Sie noch viele, viele Dutzende weitere interessante Links. Wir sind hier auf der Seite von www.radio-rpr.de. Sie kennen den Sender. Es gibt zwei Programme, Radio RPR1 für die Jüngeren unter Ihnen, unter unseren Zuschauern, und RPR2 für die schon etwas gereifteren Zuschauern. Zurück aus der Kurpfalz in die Pfalz. Wir sind hier auf der Seite des offenen Kanals, ein Bürgermedium, das jedem kostenfrei zur Verfügung steht. Sie sehen hier auch Blickpunkt Neuhofen, Ihr Lokalmagazin im offenen Kanal Ludwigshafen und Vorderpfalz. Der offene Kanal ist auch im Internet vertreten unter www.ok-lu.de. Hier finden Sie Informationen zum aktuellen TV-Programm, Öffnungszeiten, Technik, die Sie wählen können, Nutzungsbedingungen und die genauen Sendegebiete. Und es gibt Angebote des Bürgerzentrums Bürgermedien, des Bildungszentrums Bürgermedien, in denen Sie dann kostenlose Seminare wahrnehmen können. Mehr finden Sie auf diesen Internetseiten. Klicken Sie einfach mal selbst rein. Wenn Sie unter einer der Suchmaschinen Neuhofen Pfalz eingehen, dann werden Sie überraschend feststellen, dass es zur 8000 Seelengemeinde recht viele Internetsites gibt. Hier in unserem Beispiel Netscape. Es gibt aber weit über 1000 andere
Suchmaschinen, die Sie wählen können, und dann werden Sie zu etwa knapp 150 Seiten zu Neuhofen in der Pfalz finden, die irgendwie themenmäßig, personenmäßig Neuhofen in der Pfalz tangieren. Schauen Sie einfach mal selbst im World Wide Web, im Internet nach. Auf Deutsch natürlich www.neuhofen.de. Die Gemeinde Neuhofen gibt es schon im Internet und präsentiert sich hier mit ihren Vereinen, mit ihren Gewerbetreibenden und mit kulturellen Angeboten. Diese Seite kommt nicht von der Gemeinde Neuhofen, sondern von einem Jugendprojekt. Das ist eine Seite aus dem Jahr 1998, die vielleicht auch mal wieder aktualisiert werden konnte, aber von ihrer Grafik und von ihrem Aufbau interessant ist. Hey yo, wie geht's, Leute? Wir finden Blickpunkt Neuhofen einfach gut. Waren wir am 14. Oktober in unsere Partnergemeinde nach Ecur bei Nancy. Es wird eine schöne Rundfahrt durch das Elsass zum Preis von nur 20 D-Mark mit einer schönen Festveranstaltung am Abend in Ecur. Alle Neuhofer Bürger sind herzlich eingeladen. Melden Sie sich doch bitte an. Am besten bei mir und Schetzki, Telefon Neuhofen 53858. Na Gott sei Dank habe ich jetzt noch nichts gegessen, sonst ging es den Leuten unter uns ziemlich schlecht. Wenn sie jetzt denken, sie hätten zu tief ins Glas geschaut, dann ist es keineswegs so. Es ist tatsächlich so, dass wir hier über Neuhofen fliegen. Und das waren wieder einige Impressionen vom Reberfest, erster und zweiter Tag vom Reberfest. Die vier hübschen Mädels, die Sie hier vorhin im Bild gesehen haben, mit denen ich so schön geplaudert habe und die mit mir so schön geplaudert haben, die suchen wirklich einen Partner. Also schreiben Sie uns bei Blickpunkt Neuhofen. Wir sind wieder zurück auf der guten alten Mutter Erde. Zwei Tage lang drehte sich in Neuhofen alles nur ums Reberfest. Hier haben wir einen Urneuhöfer und das muss man auch sehen, weil Urneuhöfer, das sind noch Raritäten, die man nicht alle Tage vor die Kamera bekommt. Das ist wie mit der Elvetritsche in der Nähe von Neustadt, die bekommt man auch nicht alle Tage vor die Kamera. Neuhöfer Reberfest, keiner hat sich hier um Schumi gekümmert, keiner hat sich hier um Fußball gekümmert. Wen wundert es bei dem Ergebnis? Deutsche Elf ist für die nächsten 1000 Jahre aus dem Spiel draußen. Kann man nichts machen. Vielleicht finden wir jetzt ein paar Leute, die der deutschen Fußball-Elf ein paar Trostworte und ein paar Tipps zusprechen können.
Ja, also was ich für einen Tipp geben kann, ist, dass er sich mehr anstrengen solle. Also die deutsche Fußballmannschaft soll sich ein bisschen bessern, weil auch die Abwehr ist ein bisschen schlecht. Und das war's. Gibt es denn jemand aus Neuhofen, den du für die deutsche Elf empfehlen könntest? Ja. Nein. Dann würde ich eigentlich meinen Papa nehmen, weil der ist auch gut im Fußball und ja. Das ist doch ein konstruktiver Vorschlag. Mhm. Vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss. Ah, natürlich, siehst du. Ja, also ich wünsche alle Fußballer von dem deutschen Fußballding viel, viel Glück und alles Gute. Und was noch? Armes Deutschland, hoffentlich gewinnt gegen Portugal. Und naja, vielleicht treffen sie ja das nächste Mal ein paar Tore. Ich hoffe es auf jeden Fall. Könntest du jemand aus Neuhofen empfehlen, der die deutsche Elf unterstützen könnte? Es gibt ja auch hier Spitzensportler. Ja, den Pia Meyer. Nieren würde wäre vielleicht nicht schlecht. Und ein bisschen weniger innere Querelen innerhalb der Mannschaft. Und was ganz wichtig wäre, die Verjüngung der Mannschaft wäre meines Erachtens das Wichtigste. Alles klar, so. Jetzt werden wir der Jungs ein bisschen Trost spenden. Ne? Das war natürlich ein schwaches Spiel, obwohl es gewinnen hätte müssen. Aber der neue Ball wird jetzt wahrscheinlich vonstatten gehen. Das Einzige, das Richtige ist jetzt neue Trainer, junge Leute und dann klappt es. Dann klappt es wieder hervorragend. Könntest du die deutsche Elf aus Neuhofen? Gibt's die? Ja, gut, da könnte ich unser Fußballer vorschlagen vom VfL. Die könnte jetzt vielleicht deine Jungs mal zeigen, wie das geht. Mein Name ist Otto Krämer, ich bin Trainer beim VfL Neuhofen. Trostworte möchte ich eigentlich gar nicht finden. Es ist so, im Vorfeld war uns eigentlich schon klar, dass mehr nicht drin war. Normal, der hat mit der Mannschaft noch nie ein Spiel gewonnen. Das ist doch kein Trainer. Und der Rebeck ist genauso. Der Rebeck ist kein Trainer für die deutsche Nationalmannschaft. Würden Sie es beim nächsten Mal besser machen? Was würden Sie der deutschen Elf empfehlen? Ja, andere Trainer und neue Spieler. Gibt es so einen Geheimtipp aus Neuhofen? Wer könnte die deutsche Elf unterstützen? Ja, der Basel habe die zum Beispiel zu Hause gelassen, dabei ist der beste Spieler. Sehr gute Spieler lassen zu Hause. Ich bin mit Matthäus. Nico, red mal die Italiener. Nee, Matthäus ist nur. Die Matthäus, wegen der Rekord. Bitte. Was soll ich sagen wegen den Italienern? Bis jetzt habe ich gut gespielt. Das ist was Italiener-mäßig. Was soll ich sagen, Daniel? Ragazzi, was ist das? Italia è forte e vincerà. Was würden Sie der deutschen Elf empfehlen, um es beim nächsten Mal besser zu machen? Ah, der deutschen Elf, oh, da ist schwer was zu sagen. Wir haben an für sich sehr gut gespielt, haben ein bisschen Pech im Glück gehabt. Aber sonst, ansonsten kann man sagen, haben sie sehr gut gespielt. Muss ich sagen. Also, das 1-0, das sie verloren haben, war unglücklich. Aber es war gerecht. Ja, nicht so du bist ein Leute, die kennen was, doch, die kennen was. Ne, die haben eine Pech gehabt. Sag ruhig, das sieht man nicht, du bist ein Deutscher. Nee, war von der Reihe klar, dass die Eis scheuen in der ersten Tour. Ich bin nicht enttäuscht, weil ich gerechnet habe, dass sie sowieso Reis fliegen. Die sind noch nicht Reis fliegen. Telefonisch aus Warndorf zugeschaltet ist uns jetzt der Chefpressesprecher der FN, der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, Herr Thomas Hartwig. Guten Tag nach Warndorf. Guten Tag, Herr Klemm. Herr Hartwig, der Pferdepass kommt. Für wen und ab wann wird der Pferdepass kommen? Der Pferdepass kommt für alle Pferdebesitzer, und zwar ganz egal, ob Turnierpferdebesitzer, Freizeitpferdebesitzer oder Zuchtpferdebesitzer. Das Ganze nennt sich eigentlich Equidenpass und umschließt sogar Esel, Maultiere und Zebras, die nämlich alle unter die Gruppierung der Equiden fallen. Kommen wird er nach dem Willen der EU in Brüssel am 1. Juli dieses Jahres. Wenn
man sich mit dem Thema Pferdepass intensiver auseinandersetzt, gewinnt man den Eindruck eines verheerenden Chaos in der Entscheidungs- und Informationspolitik. Wie kommt es dazu, dass die Großzahl der Freizeitreiter vom Pferdepass nichts weiß und mögliche Organe der Exekutive, das heißt Veterinärämter, ebenso wenig informiert sind zum Stichtag 1. Juli? Also dieses Gefühl, das Sie in der Frage zum Ausdruck bringen, beschleicht natürlich auch uns. Und insofern ist die Frage eigentlich so ganz richtig an uns gar nicht adressiert, sondern adressiert müsste sie sein an die dafür Verantwortlichen, nämlich die Behörden auf Landesebene, die mit der Umsetzung betraut sind. Wenn die FN, also die Deutsche Reiterliche Vereinigung und nicht zuletzt die vielen Fachmedien sich nicht intensiv mit dieser Thematik in den vergangenen Monaten beschäftigt hätten, dann wüsste heute kaum ein Pferdebesitzer in Deutschland, was denn da eigentlich ab dem 1.7. auf ihn zukommt. Welche Möglichkeiten und Wege der Registrierung meines Pferdes gibt es? Auch da gibt es verschiedene Antworten. Wir haben den Verantwortlichen auf Bundes-, aber auch auf Landesebene Lösungswege vorgeschlagen, die wir ausgearbeitet haben, die wir für praktikabel halten, auch gerade für den Pferdebesitzer. Welche Wege jetzt letztendlich gewählt werden, das hängt leider ab von der Entscheidung des einzelnen Bundeslandes. Und wir wissen bereits, dass das Bundesministerium sowie einzelne Bundesländer sehr wohl unsere Lösungswege befürworten, andere Bundesländer jedoch ganz eigenständige Lösungen fahren wollen und somit wird es eventuell zu einem heillosen Durcheinander kommen. Wenn ich jetzt einen sicheren Weg gehen möchte und mich direkt bei der FN, der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, mit dem Pferd registrieren lasse, was in etwa wird die Registrierung kosten? Also der Pferdepass selbst wird wie bisher 50 Mark kosten. Das sind die Kosten für das Material, für die Bearbeitung des Antrages, für die Registrierung und für die Datenpflege. Für den Pferdebesitzer selbst werden dann jedoch noch Kosten auf ihn zukommen, nämlich wenn er die für die Gültigkeit des Pferdepasses notwendige Zeichnung seines Pferdes in diesen Pass eintragen lässt. Die Höhe dieser Kosten ist im Augenblick überhaupt noch nicht genau zu benennen, all dieweil wir nicht wissen, zu welchen Lösungen die einzelnen Bundesländer im Augenblick neigen. Was passiert, wenn etwa ein Freizeitreiter am 1. Oktober bei einem Wanderritt oder bei einer Fahrt in den Herbsturlaub ohne Pferdepass angetroffen wird? Also selbst das Bundeslandwirtschaftsministerium hat erkannt, dass wenn man einen Termin 1. Juli 2000 setzt und 14 Tage vorher die konkreten Lösungswege noch nicht kennt, die Umsetzung zum Stichtag nicht realistisch ist. Wir haben in intensiven Gesprächen mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium erreicht, dass dieser Stichtag 1.7. sehr, sehr tolerant gehandhabt werden soll. Das heißt, am 2.7. muss keiner eine Strafe befürchten, wenn er denn ohne Pferdepass wo auch immer angetroffen wird. Es wird eine sehr liberale Übergangsregelung geben, ja geben müssen, denn auf Landesebene sind teilweise überhaupt keine Lösungswege bis jetzt bekannt geworden. Mikrochip-Transponder oder Nummernbrand, sind diese Pflicht nach EU-Verordnung, mit welchen weiteren Kosten ist zu rechnen? Der Mikrochip oder auch Transponder genannt, sowie der Nummernbrand sind nach der EU-Verordnung nicht vorgeschrieben. Vorgeschrieben nach der EU-Verordnung ist lediglich die Zeichnung, die sogenannte Grafik. Wir empfehlen jedoch den Pferdebesitzern eine zusätzliche aktive Kennzeichnung, das heißt entweder ein Nummernbrand oder ein Transponder einzusetzen, weil das natürlich die Identifikation des Pferdes im Zweifelsfall wesentlich verbessert. Es gibt Leute, die glauben, man bräuchte ein eigenes Lesegerät für den Mikrochip. Es kann wohl kaum erwartet werden, dass sich jetzt jeder Pferdebesitzer ein Lesegerät für mehrere hundert Mark erwirbt. Es werden zwar manche Beschlüsse getroffen, die nicht nachvollziehbar sind. So verrückt ist allerdings die Bürokratie denn doch nicht, dass sie für jeden Pferdebesitzer auch ein Lesegerät fordert. Und insofern kann diese Sorge von allen Pferdebesitzern genommen werden. Wird es ohne Pferdepass künftig Zulassung zu den Turnieren geben?
Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat schon im vergangenen Jahr für alle Turnierpferdebesitzer vorsorglich Pferdepässe hinausgeschickt, sodass jeder Turnierpferdebesitzer, der in diesem Jahr an Turnieren der mittleren und gehobenen Klasse teilnimmt, automatisch mit einem Pferdepass ausgerüstet ist. Und wir haben auch gleich gesagt, dass der Pferdepass beim Turnier mitzuführen ist. Insofern wird es zukünftig keine Turniere mehr ohne Pferdepass geben. Wird der Pferdepass Reiseerleichterungen bei Reisen in EU-Ländern mit sich bringen? Das ist sicherlich einer der vielen positiven Aspekte des Pferdepasses. Über den ganzen Ärger, den man mit dem Thema Pferdepass hat, nicht zuletzt den ganzen Ärger, den auch die Deutsche Reiterliche Vereinigung damit hat, die den Pferdepass ja nicht erfunden hat, darf man einfach die positiven Aspekte des Pferdepasses nicht vergessen. Und genau ein solcher Aspekt wurde gerade von Ihnen genannt. Bei den Reisen innerhalb der EU wird der Pferdepass natürlich die sogenannte Verbringung von einem EU-Land ins andere erheblich erleichtern. Vielen Dank, Herr Hartwig, für dieses Gespräch nach Warendorf. Zuschauerinnen und Zuschauer, besonders aus Neuhofen. Sie kennen vielleicht dieses Gebäude, diese Kirche hier. Es ist die katholische St. Nikolaus-Kirche in Neuhofen. Ich selber bin der Pfarrer, der katholische Seelsorger. Im August sind es 11 Jahre, dass ich hier für Neuhofen und für Altrip zuständig bin. Gerne möchte ich Ihnen ein Grußwort sagen heute zum Thema Angedacht, Nachgedacht. Diesen Eingang, der relativ selten geöffnet ist zu dieser Kirche, haben vielleicht einige von Ihnen schon überschritten. Diese Schwelle überschritten in dieses Gebäude hinein. Es ist das Hauptportal, das nur geöffnet ist, wenn besondere Anlässe stattfinden, Kommunion, Firmung, an Hochfesten manchmal. Sie selbst sind vielleicht dieses Portal auch schon einmal gegangen oder ein anderes nebendran in diese Kirche hinein, bei festlichen Anlässen in ihrem Leben, sei es zur Taufe, zur Hochzeit, vielleicht an Hochfesten oder vielleicht sogar regelmäßig, wo wir Sonntag für Sonntag die Eucharistie feiern. Vielleicht hat auch ein Trauerfall sie hierher geführt. Jedenfalls waren es Momente ihres Lebens, die sie vielleicht berührt haben, sei es in festlicher Freude oder schmerzlich. Hier haben sie Verbindung gesucht mit Gott und auch mit anderen Menschen. Denn darum geht es letztlich, wenn es Kirchen gibt, dass Menschen miteinander in Verbindung kommen. Diese Schwelle zu überschreiten, fällt manchen schwer. Es gibt Schwellenängste vielleicht oder Hemmnisse, Schwierigkeiten vielleicht, die sie mit Kirche, mit Glauben oder mit Vertretern der Kirche haben oder hatten. Ich möchte Ihnen Mut machen, immer wieder auch diese Schwelle zu überschreiten. Denn wir verkünden einen Gott, der die Schwelle zu uns Menschen längst schon überschritten hat, in Jesus Christus. Die katholische Kirche begeht dieses heilige Jahr 2000 eben als heiliges Jahr. Und wir sind dazu eingeladen, mit den Worten, mit festem Blick auf das Geheimnis der Menschwerdung des Gottessohnes Jesus Christus gerichtet, wollen wir diese Schwelle überschreiten. Eine Schwelle der Hoffnung soll es auch sein für uns. Vor nicht allzu langer Zeit sagte einer in meinen Pfarrgemeindenräten, meiner Gemeinden, ich bin jetzt neu hinzugekommen und ich habe entdeckt, die Kirche hat sich eigentlich ganz schön verändert. Und viele haben das gar nicht mitbekommen. Ich möchte mithelfen, dass das bekannt wird. In der Tat. Der Wind, den Sie vielleicht jetzt auch hören, der weht, steht auch für den Heiligen Geist, für das Wehen, das Element des Neuwerdens, der Erneuerung der Kirche. Dieses Fest feiern wir ja 50 Tage nach Ostern.
In der Kirche muss es immer auch dieses Belebende, dieses Neue geben. Und ich habe den Eindruck, dass es auch in der heutigen Zeit, obwohl viele Menschen etwas distanzierter von Kirche sind, dafür Offenheit da ist und auch eine Sehnsucht in uns Menschen. Die Kirche geht bewusster heute zu den Menschen hin. Einige Beispiele dafür kann ich nennen. Da ist die Landesgartenschau in Kaiserslautern, da war ich kürzlich mit einigen Familien. Und inmitten dieser Landesgartenschau ein biblischer Garten, der tatsächlich so etwas wie eine Mitte ist, wo Menschen, auch wenn sie kirchlich nicht so gebunden sind, sich hinsetzen und spüren, hier ist etwas Besonderes, ein besonderer Ort. Und die ganze Gestaltung, eine Mitte, ein Mandala, lädt ein, zur Ruhe zu kommen, zu sich selber zu kommen. Etwas Ähnliches wird erzählt von der gerade eröffneten Expo 2000 in Hannover. Der kirchliche Pavillon sei tatsächlich so etwas wie eine Seele, eine Mitte dieser großen Ausstellung. Vielleicht fahren Sie hin und lassen Sie sich überraschen. Vor allem schauen Sie es sich dann an. Ein weiteres wichtiges Zeichen, finde ich, in unserer Diözese ist am Pfingstsonntag. Da kommen Christen von 11 verschiedenen Kirchen zusammen. Sie feiern miteinander ein ökumenisches Christfest, bewusst in diesem Jahr 2000, um ihre Hoffnung zum Ausdruck zu bringen und auch den Dank, dass schon vieles sie zusammengeführt hat, die Hoffnung aber auch, dass die Einheit immer weiter wächst, die Einheit aller christlichen Konfessionen. Hallo, mein Name ist Maren Frey und wir befinden uns gerade in der Realschule Limburger Hof, wo die Abschlussklassen ihre Schulstürmung vorbereiten wird, die morgen stattfinden wird. Dann am Freitag ist unsere offizielle Entlassung und wir haben alle unsere mittlere Reife bestanden. Hier befinden wir uns im offiziellen Einsatzlager des Schulstürmungskommandos. Befinden wir uns gerade in den Vorbereitungen. Die Planung läuft allerdings schon knapp ein Jahr. Hier wird gerade das ganze komplette knapp 2000 Luftballons aufzublasen, die dann hier im Gang verteilt werden. Reine. Als besondere Programmpunkte für morgen haben wir uns eine Schülerdisco ausgedacht und verschiedene Spiele, die wir mit den Lehrern spielen wollen. Außerdem bauen wir aus Absperrzäunen ein Labyrinth auf den Schulhof, wo die Lehrer als erstes mal durch müssen, damit überhaupt irgendwas im Schulhaus stattfinden kann. Diese Abschlussfeier wird was ganz Besonderes werden, denn Punkt A sind wir die Ersten im neuen Jahrtausend und Punkt B haben alle Schüler ihre mittlere Reife geschafft. Ich bin Julia. Ich bin die Tanja. Ich bin die Sascha. Ich bin die Agnes. Die Lacht. Ich bin die Angela. Ich bin die Victoria. Salam. Hallo, wir sind die Abschlussklasse der Realschule Limburger Hof und wir freuen uns alle, unseren Abschluss in der Tasche zu haben. EV, Fernsehen für die Pfalz und die Kurpfalz finden wir einfach toll. Machen frei live aus Limburger Hof für Blickpunkt Neuhofen.
Das waren 48 Stunden Impressionen vom Rehbachfest aus Neuhofen und Blickpunkt Neuhofen, Ihr Lokalmagazin, war dabei. Zum Ende dieses ersten Teiles, heute gibt es noch einen zweiten Teil, nicht vergessen, um 20 Uhr geht's los, habe ich noch eine gute Nachricht für 693 Menschen. Die kommen leider nicht aus Neuhofen, die kommen aus Berlin oder vielmehr, ja, sind in Berlin. Ich will nicht sagen, sie arbeiten in Berlin, aber sie sind zumindest in Berlin. Die Politiker aus Berlin, Bonner Politiker und Berliner Politiker, haben beschlossen, sich in den Anbetracht leerer Staatskassen, sie erinnern sich an die Diskussion in den Verhandlungen, Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes, haben sie beschlossen, sich die Diäten zu erhöhen. Derzeit verdient so ein Berliner Politiker schlappe 12.000 Mark und ein paar zerquetschte. Jetzt haben sie sich beschlossen, das ist zu wenig. Sie wollen das an die Gehälter der Bundesrichter anpassen. Das wären dann schlappe 2017 Mark mehr im Monat. Ich spreche hier nicht von Jahresgehaltssummen. Wenn Sie jetzt Rechenexempel anstellen, im Kopfrechnen bin ich nicht besonders gut, und rechnen mal zusammen, wenn Sie das Gehalt einer einfachen Krankenschwester oder eines Krankenpflegers nehmen oder aber eines Polizisten im einfachen Dienst, die bekommen so schlappe 2600 Mark im Monat etwa, das ist nicht besonders viel netto, da müssen Sie dann als Krankenschwester, Krankenpfleger oder was auch immer, vielleicht auch als Verkäuferin, schon mal 6 Monate für arbeiten gehen, was unsere Berliner Politiker so im Monat einstecken. Respektabel, respektabel. Ich habe mir ja auch überlegt, jetzt künftig in die Politik zu gehen, so nebenbei noch. Und ich weiß nur noch nicht, für welche Partei. Ich bin also noch auf der Suche nach der Parteien, nach der richtigen Partei. Also, liebe Jungs aus Berlin, wenn ihr jetzt zuhört, für schlappe 14.763 Mark bin ich zu haben, monatlich netto, versteht sich. Und es würde garantiert nicht einen Falschen treffen. Ich wäre zu allem bereit, ich würde mich so richtig ins Zeug legen, würde alles machen, sogar Fallschirm springen. Ja, ich könnte mir da vorstellen, ich stelle mir gerade was ganz Tolles vor, wenn ich mit Angelika Merkel so einen schönen Tandemsprung hätte. Angelika Merkel wird ja vielleicht in 2 Jahren, knapp 1,5 Jahre, 2 Jahre, die erste deutsche Bundeskanzlerin sein. Also die Frau sollte man sich warm halten. Angelika, nur damit Sie es schon wissen, Tandemsprung, wir können es ja schon mal im Hintergrund behalten. Wenn Sie jetzt sagen, um 20 Uhr, zweiter Teil, Blickpunkt Neuhofen, ist schön und gut, aber da kommt ja die Tagesschau, dann mache ich das so wie jetzt beim ZDF, abschalten können Sie woanders. Die Tagesschau, das Nachtmagazin der ARD, gibt es ja zu 22, 23 Uhr wieder, also nach Blickpunkt Neuhofen. Verzichten Sie einmal auf die Tagesschau, schauen Sie ZDF heute, um sich in der Bundespolitik zu informieren und Nachrichten aus aller Welt. Und schauen Sie um 20 Uhr dann Blickpunkt Neuhofen. Das ZDF verrät Ihnen ja immer, wo Sie abschalten sollen. Das können Sie nämlich woanders, sage ich auch. Ich sage Ihnen aber auch noch weitergehend, wo Sie einschalten sollen, nämlich zur zweiten Ausgabe von Blickpunkt Neuhofen. Bis dahin, um 20 Uhr, sage ich tschüss, Ihr Andreas P. Klamm. Hey yo, geht's Leute, wir finden Blickpunkt Neuhofen einfach gut. This is Independent Public Free Television. The following program is powered and supported by Pickering HMA News Association and Foundation. Just stay tuned for our feature presentation. Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz.